Das ist aber kein Supersonic Speed. So. Sei denn, ich komme mit der Plattform hier ran. Natürlich. What the fuck? Egal. Mach mal einfach. Vielleicht ist ja Wargreymon endlich mal. Das würde, denke ich mal, überleben. Ja, der Schlag kam jetzt ein bisschen verzögert. Ich habe nicht mal die Schadenszahl gesehen. Kein Wunder, Ramon ist so fett. Diggy Soul Charge! Ja, Markus hat nie mehr als 250 Schaden gemacht. Naja, wer weiß. Das hängt, glaube ich, vom Stärkewert von Agumon ab. Vielleicht ist ja auch das. Vielleicht ist ja auch das Lauf 6000 Schritte Vieh. Mr. Dreibein. Dann müsste es die anderen aber auch langsamer haben. Was ist? Wargreymon, Tatsache. Tatsache, Wargreymon. Sehr schön. Dann brauche ich doch keine Ultra-Kills mehr für ihn. Eigentlich, aber naja. Ja, wow, der hat ja so viel Auswahl. Mach ihn kaputt. Hammer Edge. Bam. 1024 Bit an Schaden. Der stupst ihn an und... Ein Megabyte Schaden. Oder ein Kilobyte, je nachdem. That was a waste of time. Was zur Hölle? Giga Armor Boost? Okay. Die Items das, machen das mir langsam Angst. Viel. Also gut, dann erzähl mal. Was hab ich so verpasst, während ich auf Klo und danach essen war? Dass der Dungeon ziemlich umfangreich ist. Viel zu umfangreich für mich. Die Digitation zu Rosemon. Sonst eigentlich nichts. Und halt das erste Auftauchen von Warmon und Mega Seedramon. Von beiden gleichzeitig. Ja, von beiden gleichzeitig auch, aber auch im Einzelnen. Es kam auch schon Warmon einzeln und Mega Seedramon einzeln. Ah, Wargreymon haben wir. Haben wir hier auch schon fast alles. Fast. So. Der und der und natürlich der hier. Für den ich immer noch eine Frage. Ja. Ein oder mehr Mega-Digitationen. 50 Nightmare Soldiers. Nightmare Soldier kriegst du hier ja so halbwegs. Ja, aber immer noch diese Bedingungen. Luck ist so und so hoch. Int ist so und so hoch. Und Def. Das wundert mich, dass ich noch keine 500 Def habe. Wundert mich echt. Ja gut, das hier ist sowieso. Das wird eh eine Zeit lang dauern. 150 Int wird schwer. Ja. Ich glaube, mit einem Mega-Level-Digimon kriegst du das eigentlich alles hin. Anti-Panic, yeah. Der gerät nicht in Panik. Dein Angriffsname, Grom Strike. Schade, dass der Baum... Ist wirklich zum Kotzen, dass der Baum hier nicht weitergeführt wurde. Lame. Ja, irgendwo schon, ne? Wahrscheinlich wollen sie sich nicht die Mühe machen, noch die ganzen 3D-Modelle für Ex-Wemon, für Paildramon und alles weitere zu machen. Naja, Paildramon ist ja die DNA-Digitation, deswegen wird es die hier wahrscheinlich nicht geben. Hm, klar. Aber in Rumble Arena konnte er jedes Mal zu Imperialdramon werden. Einfach so. Okay, nächste Bedingung ist Sympathie ist at least 5 plus 35. Das kriegen wir hin. Für Mega Starmon. Ne, Super Starmon heißt das Ding ja. Oh, hier fehlen nur noch die Treasure Chests. Ich bin also schon weit genug gerannt. Es fehlt mir für Blue Meramon. Für Blue Meramon fehlen mir 30 Drachen. Mm. Und 25 Ultimates. Ja, solltest das langsam hier hinkriegen. Dieses Vieh, ach ja, fehlt mir einiges. Na, Moment, also noch zu weit. Toy Agumon und Clear Agumon. Die Reihe ist vollständig. Wohahaha. 25 mehr Drachen, 25 mehr Jungle Trooper. 25 Metal Empire. Ja, 25 von jedem Typen. 25 Deep Sea, 25 Winged Guardian, 25 Virus Buster. Also, du musst im Grunde genommen immer noch eine ganze Weile überall rumgucken. Aber den könnte ich mir eigentlich holen. Damit hätte ich ja dann meine Mega Level Digitation, nicht wahr? Muhaha.
Ich habe noch keine 300 Demon umgehauen. Naja, okay, gut. Defeated 40 plus Mega Digimon. Mhm. Guard Command 25 Mal oder mehr, Escape Command 5 Mal oder mehr. Die Bedingungen sind eigentlich ziemlich einfach. Ich meine, das kommt mit der Zeit, das kommt mit der Zeit. Das kriege ich von Salamon. Moment, nee, das ist es. Shine Greymon. Das ist auch so ein Shine Greymon, das ist doch ein völlig falschen Baum. Ja, ich kann in diesem dunklen Ding ja leider nicht viel ausmachen. Level sind least 30, das haben wir ja bald. Und dann hab ich Shine Greymon auch schon. Nur Level 30. Das ist ja simpel. Na denn. Und guck hier, und damit ist seine Intelligenz auch fast schon auf 150. Fast. Fehlt nur noch 3. Oh, er hat 666 Stärke. Teuflisch. Was musste Glück sein? 200, ne? Ja. Das heißt, da fehlt auch nur 1. Glaub schon. Ist eigentlich mit dem nächsten Level ab, kriegt er eigentlich schon ein paar neue Digitationen. Naja, fast. Ich bin bei 25. Es dauert schon noch ein Stückchen bis 30, aber nicht mehr allzu weit. Was wollte ich jetzt eigentlich noch machen? Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Ja, ich wollte gucken, wer noch Ultra-Kills braucht. Ja, für sie fehlt mir ja... Obwohl, nee, für sie fehlt mir eigentlich nicht mehr. Für sie habe ich ja endlich einen Heiligen Ring. Gatomon habe ich auch. Naja. Digi-Armor-Eid Aufrichtigkeit. Sowie 10 Deep Seas und 10 Winged. Kein Problem, kriege ich ja hier irgendwie. Was ist das? Ach so. Die Brumsefliege. Sticky Armor Eider Weisheit. Stingmon. Wieso muss ich für Stingmon Metal Empires schlachten? Ja gut, weil er ein Jungle Trooper ist. Champion zu Champion zu Champion. Schwachsinn zu Schwachsinn zu geht vielleicht. 25 oder mehr Nightmare Soldiers. Sollte ich auch hinkriegen. Und 10 oder mehr Ultimates. Kriege ich ja eigentlich auch. Hm. Was ist das für ein Ding eigentlich nochmal? Ach, das ist doch... irgend so ein... Angewomon-Dingens. 15 oder mehr Virus Buster. Und Frage, Frage, Fragezeichen. Was könnte Frage, Frage, Fragezeichen sein? Natürlich digitiert zu dem Dingen. mehr Attack Command, 50 oder mehr Support Command und 700 Encounters. Da hast du noch eine Menge zu tun. Das ist es aber wert. Vor allem auch für den Level ist at least 40 und 50.000 oder mehr Schaden gefressen. Vor allem 2200 AP, das erreicht es ja erst in Äonen. Das stimmt natürlich. Ja, es kommt auf die Digitation drauf an, ne? Ja. Es hat bestimmt irgendwie Level Up HP oder so. Marine angeboren. Ist einfach nur, naja. Lächerlichster Megalevel. Wut ist minus 25 oder weniger, das war klar. Marine angeboren ist so ein 4, es ist von sich aus anhänglich. Mhm. Es kann dir gar nicht böse sein. Aber langsam baut sich der langsam bauen sich die Bäume aus, ne? Tension ist 30 oder mehr. Und defeated 10 Drachen. Und 5 Mega oder mehr. Ja, das kann wieder dauern. Naja, noch begegnen wir keinen normalen Mega-Level-Digimon. Sind im Moment noch der Bosser. Nur. Hm. Na, komm her. Aber ihn hier. Ach nee, er muss ja auch 3 Megas kaputt hauen, ne? Genau. Und 5 oder mehr. Er hat noch keine Wing. Ja gut, seine eigenen Leute. Und mindestens einmal flüchten. Kriegen wir alles hin. Du musst wohl oder übel nochmal auf die Dracheninsel zurück, weil da kamen ja ganz viele Flatterviecher. Unter anderem, aber auch Dragons. Auch Dragons, aber ja, die braucht er auch. Ich muss nochmal zu Agumon wechseln. Ach nee, da ist doch schon wieder Rice Greymon, oder? Ja. Ich glaub schon, ja. Egal. Wo ich jetzt hin wollte, hier oben lang.
den zweiten Weg austesten. Das andere war im Übrigen der Weg zum Boss. Komme ich hier ganz links ran an das Item oder muss ich da durch den Boss durch? Sprich, wieder ein Item, was ich nach... Ja, da oben das Item kriege ich erst nach dem Boss. Das, was du ganz links oben siehst. Oh, ja. wo bin ich hier? Ich bin im dritten Stockwerk, aber... Nein. Ach, hier geht's nur zu einem Item. Sehr schön. Vielleicht ist es eine Sackgasse, wenn ich Glück habe. Haha, Pi hier. Wow, heilt die ganze Gruppe um 100. Ach ne, um 30%, ne? Heal war ja Prozent. Mein zwei... ja. 2000 Schaden. Garantierte 2000. Das und, ist cool. Und ein garantierter Random Encounter. Runtersetzen, damit Greymon angreifen kann. Stimmt. Oder Greymon einfach aufspeeden. Na egal. Ich kann hier sogar noch richtig, ich kann hier sogar noch ziemlich gut leveln, muss ich sie gerade sehen. Naja, neue Insel, auf der letzten hast du dich ja überlevelt. Ja, das werde ich hier auch wieder machen. Denk dran, Level 30 mega. Klar. Es fehlt nur noch Level 30, ne, habe ich gesagt. Ja, wie viele sind das nochmal? Das sind jetzt noch, sagen wir, das Level ist fast vollständig, 4 Level. 4 und ein Achtel, würde ich sagen. 4, ein Achtel Level. Und ein Kampf. Okay. Kudisch. Ich bin jetzt in der dritten Ebene immer noch, ne? So, drücken wir erstmal wieder hier. Ich wäre noch nicht zum Boss. Also drücken wir erstmal da, damit wir hier wieder runter können. Wirst dich wundern, wo wir rauskommen. Nämlich da, wo ich vorhin nicht hochgekommen bin, weil ich den blauen Schalter nicht nochmal drücken konnte. Oh. Ladezeiten! Ladezeiten! Sagen Hallo und Tschüss Kampf! Level 26! Wir sind wieder einen Schritt weit. Ja, Mann! Ach ja, so. Dann gehen wir nämlich hier runter. Dann gehen wir hier lang. Den Weg kennen wir eigentlich schon. Ja, hier war ein Speicherpunkt. Und hier ist ein nerviger Random Encounter. Es nervt langsam, die ganze Scheiße rauszuschneiden, weißt du das? Ja, das ist dem Spiel auch wurscht. Oh ja. Ich muss noch Dragons killen. Nein, Moment. Nee, 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 nee. Diesmal machen wir einfach gleich. Erstmal Speed up. Du heilst. Du machst sie langsamer. Wow, gut, durch den Kampf aufnehmen, ne? Warte mal, hab ich nicht? Das könnte Mr. Dreibein sein, jetzt aber endlich. So langsam. Ach nein, 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 das ist Superstarmon. Das könnte sein. Das könnte alles sein. Ja, es könnte... Keine Ahnung. Werden wir sehen. Digisoul Charge! Erstmal Hand aufleuchten lassen. Und dann das Handy zum Glühen bringen. Advent, Advent, dein Handy brennt. Erst das Display, dann die Tasten und zum Schluss der ganze Kasten. Der war gut. Den kannte ich noch nicht. Der ist alt. Ja, yep, Superstarmon. Mit cooler Brille. Und geht in Gold diesmal. Yo, man. Ein Stern, der wieder meinen Namen trägt. Und er ist langsam. Fick dich!
kannst du knicken, aber sowas von. Der Superstar ist ein Feigling. Hat aber dafür noch mehr HP, ja? Let's finish him off! Ja, dafür aber bestimmt noch mehr HP. Boah. So, jetzt macht er sich selbst noch langsam. Mann. Wie wär's mit 0? Irgendwas. 0 Schaden? Oh ne, sogar 64. Ja, okay, ja, sie haben einen relativ hohen Angriffswert. Das sind Drachen nach allem. Ja, von daher. Auch wenn sie besoffen sind mal wieder. Oh. Haha. Ja, komm. Klopf sie mit Rose. Okay. Du weißt, wie lange es dauert, bis sie wieder dran sind, ne? Oh, da ist Rose also schon langsam gemacht. Ja, ja. Ich habe alle zwei verlangsamt. Wer kann ja auch an, dass dieses Ding so gar nicht kämpfen will? Naja, wieder ein Escape Command mehr für die Nutzung. Wenigstens etwas. Na? Stimmt. Agumon! So. Na, Mr. Dreibein, was brauchst du denn noch? Ach ja, genau, die 50 Treasure Chests. Die ich immer noch nicht hab. Na dann, los, sammeln. Na, gut. Muss erstmal das Bild laden. 4 Level noch. Ja, den Rest habe ich ja. Ich bin auch schon 5000 Schritte gelaufen. What the fuck? Das Ding ist stärker als Rice Greymon? What? Das hat überall mehr aus. Außer bei Stärke und der. Ja. Muss ich mir für Digitation. Ja, muss ich mir für Digitation merken für späterer. Ist keiner da! Ich gehe nicht ran! Ist mir egal! Und da blinkt das Telefonlämpchen an meinem Router. Und da blinkt's nicht mehr. Hat aber aufgegeben. So, ich kann nämlich auch direkt nach rechts gehen hier vom Start aus. Nachdem ich den blauen Knopf gedrückt habe. Ich glaube, das war ein blauer Weg. Ja, das ist ein blauer Weg. Und der führt mich... Wo führt er mich denn hin? Der führt mich nach rechts. Okay. Du warst da schon. Ja, aber ich glaube, ich war hier überall schon. Ich dachte, das Stockwerk hätte ich komplett abgegrast. Ich denke, wir können uns dann mal so ganz langsam Zeit ganz langsam Richtung ja, ganz langsam Richtung Boss zu rennen. Ja, komm, lass Rose mal hier umkloppen. Warum? Tothauen? Die braucht keine Deep Sea Soldiers. Das ist ein Metal Empire schon vergessen. Das stimmt, ja. Egal, besiegt. Alter, das Ding hat nicht mal 525 HP und es ist Champion. Ist das ein blattgedrückter Fisch? Wie schlecht muss man sein? Es ist ein Mambo Number 5. Außerdem ein bisschen grinden kann man ja noch. Offscreen natürlich, aber erstmal gucken. Vielleicht kommen wir ja noch nicht zum Boss.